Jonathan Tah, trotz der Niederlage, Glückwunsch zum dritten Assist. Sie haben heute sehr artistisch aufgelegt. Dazu im 31. wirklich sehenswerten Kopfball reingebracht. Wie bewerten Sie das Spiel für Sie persönlich jetzt erstmal? Ja, ich glaube, es geht gar nicht so viel um mich persönlich. Wir haben heute verloren und dementsprechend bin ich nicht zufrieden damit und ist die ganze Mannschaft nicht zufrieden damit. Können Sie schon festmachen, woran es heute lag? Ja, ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall einen Gang hochgefahren. Wir haben die ersten 15 Minuten echt geschwommen, muss man sagen. Die haben extrem viel Druck gemacht und da hätten wir echt schon höher hinten liegen können. Da hatten wir ein bisschen Glück und zum Ende haben wir es versucht. Das zweite Gegentor, was wir kriegen, darf natürlich nicht passieren. Ich glaube, das ist zu einfach. Ich muss ein bisschen mehr Druck machen, glaube ich, auf die Flanke, dass sie vielleicht gar nicht erst reinkommt. Und dann müssen wir wacher sein im 16er. Die Offensive von Ihnen wird eigentlich immer überall gelobt. Wieso hat man davon heute nicht so viel gesehen? Ja, heute ist natürlich ein Spiel gewesen, wo man einfach viel arbeiten muss. Das ist eine Mannschaft, die sehr diszipliniert verteidigt, gegen die wir heute gespielt haben, die sehr kompakt steht und dementsprechend ist es natürlich auch schwerer für unsere Offensivspieler. Jetzt ist erstmal Pause. Wie wichtig ist diese Pause für den Kopf, aber auch für den Körper? Ja, ist natürlich extrem wichtig, auch wenn sie nur kurz ist, müssen wir ja, unseren Kopf wieder auffrischen, unseren Körper wieder auffrischen und dann wieder mit voller Energie in die nächste Halbserie starten. Inwieweit verstehen Sie gerade diese Mentalitätsdiskussionen, die immer wieder aufkommen? Verstehe ich schon ein Stück weit. Man kann nicht immer als Ausrede nehmen, dass wir eine junge Mannschaft sind. Es gibt auch andere junge Mannschaften und da müssen wir einfach noch mehr Siegeswille, noch mehr Siegermentalität in uns reinkriegen. Ich sage nicht, dass jemand nicht wollte, aber da müssen wir einfach konsequenter werden und entschlossener werden. Vielen Dank Ihnen.